Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Train Simulator. Und wir dürfen abfahren und mir fällt gerade auf, dass diese Uhr animiert ist. Wow, wir sind bis jetzt überall pünktlich. Hätte ich nicht gedacht. Aber höre ich gern. Ja, wir fahren jetzt weiter. Haben wir schon ein gutes Stück hinter uns. Ich hätte irgendwie gerne ein schönes Bild hier oben. Und unser nächster Halt ist Frankfurt Messe, wo wir jetzt ein bisschen verspätet kommen, weil ich langsam gefahren bin, ein Nächster Halt, Messe. bisschen verspätet ankommen. Tut mir leid, ich bin jetzt über das Haarschild hinaus. Was eigentlich zu mir gehört. Ich möchte jetzt wissen, ob ich ein Kreuz bekomme. Wenn ja, dann ist es nicht schlimm, aber ist halt so. Also ich denke mir halt nur so, ist halt so. Kann man ja nichts dran ändern. Ach du Scheiße. Ja. Ich war hier noch nie. Und ich habe ein Kreuz bestimmt bekommen. Ja, natürlich. Und wir sollten schon am nächsten Bahnhof sein, oder? Ne, 43. Okay, ich dachte schon. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Nächster Halt, Frankfurt West. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Denn ich bin sehr ungern verspätet. Ich hoffe, dass wir das noch einholen. Ach du Scheiße. Also der Fahrplan ist schon ziemlich eng ab hier, ne? Okay, ich habe noch ein Kreuz. Aber es geht ja um den Spaß. Und den haben wir auf jeden Fall. Das dürfte eine 420er sein. Bin ich mir aber nicht sicher. Und ja.
6 nach Friedberg. Nächster Halt, Eschersheim. Ja, Eschersheim ist unser nächster Halt. Oh, Kollege, moin. Oh, da sind wir ein bisschen zu schnell. Es kann doch nicht sein, dass der eine Zug direkt hinter den anderen ist, so schnell. Okay. Habe nicht auf die Geschwindigkeit geachtet, da bitte ich um Entschuldigung. Hier ruckelt es gerade ein bisschen. Wir halten an Gleis 2. Nächster Halt, Eschersheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ah, ein bisschen zu schnell fahren wir jetzt an. Okay, wir haben auf jeden Fall. Ein bisschen sehr spät gebremst. Aber ich kenne hier diese Strecke halt auch. Ich bin die schon so lange nicht mehr gefahren, deswegen kenne ich die auch kaum noch. Okay. Wenn ich wüsste, wie ungefähr die Bahnhöfe angeordnet sind, dann wäre ja kein. Das wäre ja dann kein Problem. Dann wüsste ich ungefähr, wie das aussieht und so. Jo, der Frankfurter Berg, der ist ganz bekannt. Hier fährt man eigentlich nur ungefähr 100 km/h auf diesem Abschnitt. Und hier ruckelt schon wieder. Wieso ruckelt es denn hier?
Nächster Halt. Tag, Kollege. Ausstieg in Fahrtrichtung Linz. Hier lädt er mal wieder. Das sind öfter Züge, wo er dann lädt. Und da sind wir am Frankfurter Berg. Und ich trinke erstmal schön etwas. Das sieht wunderschön aus. Das gefällt mir wirklich super gut hier. Dass es auch so weit ausgestaltet ist. Das sieht keine einzige Person mehr. Trotzdem ist hier so ein schöner Fluss. Naja, schön ist was anderes. Aber trotzdem ein Fluss. Hier sind Bäume, hier sind Häuser bis zum Umfallen. Ich denke, das war schon viel Arbeit. Nächster Halt Bergersheim. Bergersheim habe ich auch noch nie gehört. Nächster Halt Bergersheim. Muss ich ganz ehrlich sein. Ich komme ja aus Mainz, aber das habe ich noch nie gehört. Frankfurt ist ja auch nicht weit von Mainz, deswegen. Kenne ich eigentlich schon ziemlich viel, aber Bergersheim kenne ich nicht. Wirklich nicht. Man fährt ungefähr mit 60 km/h beim Bahnhof ein. Das hat mir ein Zuschauer geschrieben gehabt. Dankeschön an dich. Nur leider weiß ich gerade deinen Namen nicht. Ich mag das hier bei diesem Zug, ne? Diese Sounds, die sind einfach irgendwie, wie ich finde, sehr gut.
So. Bad Vilbel Süd. Okay, los. So ein bisschen beschleunigen, damit wir auch pünktlich ankommen. Ach, da kommt ein Güterzug entgegen. Schön. Hier ruckelt's jetzt, weil der erstmal geladen wird. Vor allem so Züge haben ja auch sehr viele Ressourcen, wo geladen werden müssen. Moin. Wir dürften ja auch ziemlich pünktlich sein. Nächster Halt, Bad Vilbel Süd. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich lasse mich jetzt auch eigentlich nur noch rollen zum Bahnhof. Spart mal ein bisschen Strom. Und nein, ich bin kein Ökomensch. Aber man sollte halt ein bisschen auf die Umwelt achten. Und da würde ich auch gerne sagen, dass es für diese Folge endet. Ja, leider. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Train Simulator 2019 auf dem letzten Abschnitt nach Friedberg von der S6 von dem Szenariohersteller Syvex. Und ich würde sagen, haut rein und ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.